Quintessenz! Es ist an der Zeit, dass wir diejenigen bestrafen, die es ermöglicht haben, dass Königin Elion an die Macht gekommen ist. Alborn und Myriadel, sie haben sie beschützt. Sie haben sie auf der Erde versteckt. Dafür müssen sie büßen. Wir werden keine Gnade zeigen. Dann geht. Zwingt die Ungläubigen unwiderruflich in die Knie. Wie wollen wir diese zwei aus dem Palast herauslocken? Das wollen wir gar nicht. Nerissa meint es zwar gut, aber sie denkt nicht weit genug. Wie so unbedeutende Ziele treffen, wenn es Elion ist, die wahrhaftig unsere Rache verdient. Die Königin ist viel zu mächtig. Wie sollen wir... Um eine Königin zu bezwingen, braucht es mehr als Ritter. Es braucht einen Prinzen. Nur eine Lichtspiegelung. Erzähl mir mehr über das Juwel. War es meiner Mutter viel wert? Und wie waren sie und mein Vater eigentlich? Haben sie mich geliebt? Königin Vaira und ihr königlicher Gatte Saden haben dich mehr geliebt als das Leben. Du warst das wahre Juwel in ihrer Krone. Mehr! Ich will noch viel mehr wissen. Vielleicht gibt es einen Weg. Lieferservice, du hast 30 Minuten Zeit, um richtig in die Pedale zu treten. Oh. Okay, hier bin ich. Na endlich! Ihr dürft euch ja wohl nicht beschweren. Ihr könnt doch alle euren Urlaub genießen. Ich bin eine Sommerzeitsklavin. Besser als Strandlangeweile. Oder die Mama und ich Museumstour. Oder Mücken in den Bergen. Oh! Ich rieche nach Nasi Goreng. Ich rieche nach Eau de Vorzüglich. Ich habe Papas Kreditkarte, der Kaviar ist umwerfend und morgen werden wir Seegras-Wraps essen. Das Einzige, was fehlt, ist... Major. Jungs, ihr seid an vier paradiesischen Orten und alles, woran ihr denkt, ist euer nächstes Date? Hey, Lynn, irgendwann wirst du auch über dein erstes Date nachdenken. Niemals. Nicht ich, nie ich. Das Mogugai-Pan wird sich nicht zur Elmstraße telefonieren. Okay, vielleicht ist es besser, dass er das hier nicht sieht. Sie können Ihre Eltern treffen, Eure Majestät. In Erinnerungen. Ich habe keine Erinnerungen an sie. Aber Trill hat sie. In der urzeitlichen Meditationskammer können eure Kräfte euch beide in Trance versetzen. Und so könnt ihr an Trills Erinnerungen teilhaben. Oh, Trill, das wäre total super. Oh, ich wollte euch nicht... Ist schon gut, Eure Majestät. Ihr müsst dahin gehen, wohin euch euer Herz führt. Es wird mich immer zu euch zurückführen. Ihr habt mich aufgezogen. Ich liebe euch. Und wir lieben dich, Kind. Aber es ist normal, neugierig auf die leiblichen Eltern zu sein. Geh schon.
Willkommen zurück, Miranda. Ich hätte nie gedacht, dich je wiederzusehen. Nicht nachdem du mich hier zurückgelassen hast, damit ich verrotte. Nein, Meister! Ich habe Kräfte gesammelt, um euch wieder auf den Thron zu bringen. Spurenleser, jetzt! Los! Endlich Freiheit! Endlich! Endlich wird die Rache unser sein! Es gibt keinen Kommen aus dem Sanktuarium! Hört doch nur! Das Horn! Das ist das Horn der Warnung! Phobos ist frei! Gute Zeit für Blank, um zu verbringen, langes Wochenende an der Küste! Oder einfach Loch graben und nie wieder rauskommen! Wir müssen die Königin alarmieren! Das könnte allerdings ein Problem darstellen. Königin Elion, das sind eure Eltern und ihr selbst. Eure Majestät, Elion, bitte, ihr müsst aufwachen. Trill. Es geht um Phobos, Elion. Euer Bruder ist entkommen. Du hast dein Käfig nur größer gemacht, Phobos. Nichts kann dieses Tor von innen aufbrechen. Sandgrube. Das hast du sehr gut gemacht, Raitor. Meister, was passiert jetzt mit Lord Cedric? Ich könnte ihm seine letzten Missetaten vergeben, so wie ich dir deine vergeben habe, meine Liebe. Außer, dass ich dir deine nicht vergeben habe, meine Liebe. Nein, Meister, bitte nicht! Alles Heil für Prinz Phobos! Prinz Phobos! Prinz Phobos! Prinz Phobos! Prinz Phobos! Und nun? Auf zum Palast! Er hat mich angeguckt! Er hat mich angeguckt! Aber er konnte mich überhaupt nicht sehen! Auf uns wartet leider Ärger! Nein! Nur kein Ärger! Die Wächterinnen sind total verstreut! Okay, suche Quintessenz. Wow. Tarani, dieser Urlaub hat etwas mit Natur zu tun. Keine Handys und keine anderen Technologien. Zurück zur Natur. Komm schon, wir gehen wandern. Wow. Will, guck dir den mal an. Ja, sieht aus wie Wolle. Susan? Will? Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich euch hier treffe. Ach, bitte. Wollt ihr mir etwa weismachen, dass das ein Zufall ist? Du hast recht, Kleine. Es ist keiner. Offensichtlich können sie sich nie mit meiner Mutter verabreden, ohne mich anzulügen. Es tut mir leid, Will, die Lügen waren meine Idee. Du hast dich so aufgeregt, dass wir miteinander ausgehen. Ich wollte erst mal abwarten, wie die Dinge laufen. Dann heißt das wohl, sie laufen gut. Gib ihr etwas Zeit. Bevor die Lichtshow des Planetariums beginnt, möchten wir Sie nun bitten, alle Mobiltelefone auszuschalten. Mach es lieber nicht, Will. Was ist, wenn deine Mutter dich erreichen will? Dann schalte ich dich erst recht aus. Hey, wie wär's mit Krabben sammeln? Wir alle vier als eine Familie. Toll, ich bin allergisch gegen Schalentiere. Seit wann denn? Seit gerade eben. Hier die anonymen Schalentierallergiker, hallo? Irma, Gott sei Dank, wir konnten weder Will noch Tarané erreichen. Hey Lynn, ganz ruhig, was ist denn los? Phobos ist entkommen. Ihr müsst alle auf der Stelle zurückkommen. Nicht, dass ich jetzt keine Lust hätte, das Böse zu bekämpfen. Nein, Mutti, die schwarzen Stiefel und die roten Pumps. Aber ich bin Millionen Kilometer weit weg. Was sollen wir denn tun? Nach Heatherfield laufen? Ich weiß es nicht, haltet euch einfach bereit. Ich werde mir schon etwas ausdenken. Mir will einfach keine gute Idee einfallen. Es ist wieder so, wie es war. Sie werden besiegt von der Macht der Krieger des Prinzen. Bald wird der Palast wieder unser sein. Niemals. Doch, er hat recht. Ja. Unsere Verteidigung wurde um Elions Kräfte herum aufgebaut. Wir können das Tor nicht halten.
Gargoyle hat den Eingang gesichert. Frost, übernimm das Kommando über Gargoyle und die Loden und sichere dieses Tor. Meister, so soll es geschehen! Meine restlichen Ritter folgen ihrem Prinzen. Hinauf zum Sieg! Ach, dieses Balk hört niemals auf zu weinen. Wo ist Trill? Aber sie braucht eine neue Windel. Ich bin Königin, du bist nur der Gatte, also. Lass mich nicht noch einmal so lange warten, Trill. Oder du zwingst mich zu einer anderen Bestrafung. Nein, Hoheit, bitte nicht. Muss ich mir dieses unablässige Geheule anhören? Phobos! Nein, mein kostbarer Schatz. Was ist, schaff es endlich weg. Dummer Welpe. Sie wird die Bauern glücklich machen. Aber du, mein Sohn, bist der wahre Nachkomme meines Herzens. Königin war noch nie so verletzlich wie jetzt. Keine Sorge, Caleb wird Phobos von hier weglocken. Und selbst wenn er es nicht schafft, dann... Wenn er es nicht schafft, dann werden wir bis zum Tode kämpfen, um meine Tochter zu beschützen. Mein alter Thron. Endlich wieder hier. Rückzug! Treffen mit Königin Elion in der unendlichen Stadt! Also hält sich meine Schwester da unten versteckt. Es könnte Wochen dauern, bis wir sie dort unten gefunden haben. Ist sie dort unten? Ist sie dort? Ha! Sie ist in der Meditationskammer, wo er sie niemals finden wird. Soll ich ihn ein für alle Mal erledigen, Meister? Alles zu seiner Zeit. Gerade jetzt vermisse ich meine kleine Schwester. Oh, Großmutter, was weiß ich denn noch alles nicht über dich? Oh, eine ganze Menge, sehr viele Sachen. Und es funktioniert wie das Falten? Das Falten ist dazu da, um zwischen den Welten zu reisen. Der Teletransport dient zum Reisen innerhalb einer Welt. Und das kann wirklich jede Wächterin tun? Oh, sicher. Nach jahrzehntelangem Training. Sonst findest du dich auf einmal in einem harten Fels oder Gletscher wieder oder bist plötzlich in einem Schlammringkampf. Ich war wochenlang schmutzig. Schön, schön. Aber du weißt, wie es geht. Du kannst die Mädchen herholen. Ich bin nicht angeschlossen an eine Aura-Mire. Der Teletransport zehrt an meiner Lebenskraft. Ah, Blank kann sich nur dahin falten, wo er schon mal war. Er kann Irma holen, aber... Warte! Ich bin an eine Aura-Mire angeschlossen. Leih dir die Lebenskraft von mir. So viel, um Tarané und Cornelia zu holen. Hi, Lynn. Oh, alles in Ordnung. Geh schon. Du auch, Blank. Ich versuche es nochmal bei Will, wenn ich wieder richtig Luft holen kann. Wir müssen jetzt los. Komm schon, Heilin. Was ist denn da nur los? Shh, komm hier rüber. Ed, warum erhalte ich diese Nachricht erst jetzt? Wenn du für deine Mutter nicht zu erreichen bist, warum sollte ich dir dann helfen, mit deinen Freunden abzuhängen? Tut mir leid, Helen. Ich komme sofort. Das war die beste Lichtshow, die ich je gesehen habe. Oh, na endlich. Memo an mich selbst. Beim nächsten Mal muss ich mir noch mehr Lebenskraft abzapfen. Wächterinnen, seid vereint! Ah!
kann die Familie wieder vereint werden. Das ist aber nicht die Wiedervereinigung, an die wir dachten. Ich glaube, wir werden dich mit deiner Zelle wieder vereinigen. Was für eine Freude, euch zu sehen. Braucht das Tierchen ein Bad? Silizium und Hitze ergeben Glas. Schon vergessen? Wieder zu sich kommen. Danken blank später. Ich bin immer noch nicht wieder voll aufgeladen. Zerstöre das schwächste Glied und auch der Rest wird bald fallen. Vielleicht hast du recht. Aber wenn ich das schwächste Glied bin, dann musst du erst recht in der Klemme stecken. Oh, dafür wirst du bezahlen müssen. Und zwar sehr qualvoll. Phobos, wer hat dir erlaubt, dein Zimmer zu verlassen? Bruder! Nein, du wirst mich nicht ein zweites Mal meines Throns berauben. Das wirst du nicht! Wie ist es gelaufen? Wir haben Phobos besiegt. Eigentlich hat Helen ihn besiegt. Oh, ich? Ich hätte es beinahe vermasselt. Was? Wie kommst du denn darauf? Geht es um einen Jungen? Was? Nein. Naja, ich habe tatsächlich diesen wirklich süßen Jungen gesehen. Der Punkt ist, es war das erste Mal, dass es nur auf mich ankam. Ihr wart in alle Richtungen verstreut. Und du hast sie zusammengeholt. Aber nur dank deiner Hilfe. Denkst du etwa, dass es schlecht ist, wenn man Hilfe braucht? In der Zusammenarbeit findest du die wahre Kraft in anderen und in dir selbst. Ich weiß nicht. Du bist ein Juwel, Enkeltochter. Vielleicht noch etwas ungeschliffen, aber dennoch ein echtes Juwel. Und eines Tages werde ich nicht mehr die Einzige sein, die das erkennt. Ich störe nicht gerne euren sentimentalen Moment, aber wie kommen wir alle zurück? Sieh nicht mich an. Lecker! Oh, dieser Schmuck ist ja... Königin Elion, was ist los? Wie konntet ihr mich nur alle so anlügen über meine leiblichen Eltern? Was? Elion, wir würden niemals... Wie können Sie so etwas sagen? Kyra und Saden waren schreckliche Menschen. Sie haben mich nicht geliebt. Deine Mutter hat dich geliebt. Sie hat dir dieses Juwel hinterlassen. Nimm es zurück. Ich will es nicht. Wo sind meine Kräfte? Was hast du getan? Dieser Edelstein, ein echtes Juwel aus Vairas Krone, hat dir deine Kräfte entzogen seit vielen Monaten. Deswegen habe ich ihn dir auch geschenkt. Du lügst! Die echte Trill hat ihn mir gegeben. Wo ist sie? Es gibt keine Trill, es hat sie nie gegeben. Ich habe dir gedient, genauso wie ich Phobos und den Rebellen gedient habe. Diesen heutigen Tag in Ehrfurcht erwartend. Und als der Edelstein heute Morgen pulsierte, wusste ich, dass meine Zeit gekommen ist. Ich brauche die Ritter nicht mehr und auch keine Vergeltung. Alles, was noch zu tun war, war, dich dazu zu bringen, ihn mir freiwillig zu geben. Deshalb habe ich dich mit falschen Visionen von deinen Eltern gefüttert. Du Monster! So langsam, Welpe. Das Herz von Meridian